Buch erhalten. Römme Meier 4. Hier wie ein Komödiant. Hier wie ein ganz besonders netten Onkel. Striam verjau hilis, wertvolls arraft ihr. Ich könnte eine Gesellschaft ganz allein an der Uhr eine Tour bringen. Hockeret ein auch das Differtinas Lied. Er war sehr stark deutsch-national. Hier wir ja tief national und wir extrem. Fringa Litz bewahre uns ans Ferienfried. Fringa Litz bewahre uns ans Ferienfried. Lorenz Konrad Peters mit Övenham. He could snark, and he wie voll lebend. Lorenz Konrad Peters wucht für Alunat hundiger Juren bekannt. Theaterstacken üs Ome Petje üt Amerika, an Liedjen üs Lundslied hoch erhachten, san von Hamm. Manis hat am Eblut für Fehr, man für Hielnotfrest um ihn. Jüngtern 129 deht er dit Schock Hunburg Nordfriesland üt. Bern wucht Lorenz Konrad Peters, agetein 105 Tachen dich und Övenam üb Fehr. Lorenz Konrad, üb Fehr wucht die Lonje nehmt, Lonje as der Draht von 8 Jungern. Hier sind Bösglucken dring, also wurde der Leder zu Flensburg, zur Oberrealschule stürt. Sind Mamas Usos so stolz über ihn. Auch von seinem Wuchsen dring, meint hat Wonner. So wurde er in der Familie vertellt. Dat sind Mam grad wert die über euch, dat he hochst abseht mit der Bosel. Und da fing he uns einzigst ein Serviett hinlangen. Aber eben wat Besonderes wie. Wat besonders als er was, mit seinem Begowing uns Dachter und Skriver. Auch wann der unat Familie leid. Der dachten an das Schreiben. Der jaft auch öllern, was Melonie Fringers haben, was das können. Bitte über Darling die. So aus det nähen Wonner, det Lonje ist Student und Marburg, München, Berlin an Kiel bis Studentenverbindinger von der Sondershäuser Verband mehr morgert. Hur musisch an musikalisch Aktivitäten boven uns tun. In einem kühlen Grunde, da geht ein was hat das Studentenverbindung Albinje und Kiel dann ihr Juren so magert? Ja, also wenn man den Berichten folgt, die wir aus der Zeit kennen, dann muss es ein ganz toller kultureller Betrieb gewesen sein mit einem ganz hervorragenden Chor, mit hervorragenden Solisten auf verschiedenen Instrumenten, vor allen Dingen Geige und Klavier. Ohne Albinje können es in Begowing für Musik, Theater, Anatstacken skriven öwe. Für all den Studentenliedchen, den Kommerslieder, was am uns kind unden. An Masse von sin bekannten Ferringliedchen, san armdacht Studentenliedchen. Lonje skraft det ihr stak üb Ferring arm. Die hättet. Hoi, bei die Kruger, satt we go, lädt der Duckern Kür ans Koste, Koste, Ast und Punkt, doch eben floh, köm verhehle Welt, wat hoste, hoste, lass dich san, we tast dich san, we san, dringa, fixion, dringa, Prost, der bliebe noch wat länger, hey, Prost, der bliebe noch wat länger. Den Ul-Albingen höchst jaftet ihr Mur. An der Nazis hätte Albingia abliesert. Albingia von Darlingskolonie sind Ferringlitting ans Trochlucke. Es war tatsächlich so, dass ich mir jedes Stück vom ersten bis zum letzten Ton angesehen habe, weil ich immer das merkwürdige Gefühl hatte, es kommt mir bekannt vor. Es gibt bestimmte Melodiewendungen und bestimmte Motive, die mir irgendwie so eingängig und merkwürdig bekannt vorkam, dass ich dachte, das habe ich bestimmt schon mal gesungen. Und dann habe ich dann im Kommerzbuch nachgesehen und habe dann gemerkt, dass es tatsächlich einfach ein
bestimmter Grundcharakter ist von Melodieführung, den er dann offenbar aus seiner Studentenzeit dann in seine friesische Tondichtung dann übernommen hat. Nüngtern und Twalaf, Mathe und Kiel sind Tochter, mehr ans Kraft am Ferringhus. Sind Studenten, die das nur verbe, an neue Abgaben leif verham. Erstens meldet am Lonje, freiwillig tut Militär. Hier ist Dolt ihr üb, der die Nübier Kaiser sind Soldaten has. Unter ihr Weltkrieg bringt die das Offizier zum Kompaniefehrer. Wurde verwundet, mit Orden ütiegnet, und kommt efter Krieg wieder tös. Und dann kommen wir zurück über den Ersten Weltkrieg mit dem sogenannten positive Fronterlebnis. Das hat letzten Endes Sieg, die der Leger, die der das ja nur für Kaiser und Reich streiten hat, Sieg ist was ganz Positives, ne? Von dem positiven Fronterlebnis kann am uns in Ferring Ömram Lesburg was finden. Die Liederdäu, am 6. September, ganz erder im Morgen, kam er oben, dass wir Ungrips gehen. Ein Granathöhl leiden wir, 150 auf 200 Meter von dem Unglücksgut auf, die noch liegen doll ihr fällt. Hinter uns kommt ein Skott. Nur auf und zu kommt ein Splinjungschonge. Ein Fiend hält um das Schwagen von Qualm und Stoff, weil Eitoragungen sind. Man Hüffeln von unseren Leifkameraden haben wir unter ihren Fjordenstöhnen verlesen. Jüngtein und Jüngtein feit LC Peters an Unstelling des Studienrat und Hüsam. Nur begann's im produktivst Juren. Und der Volkshofstemmingstät am Jüngtein 120 wucht Lonje to an Evriens Trigger für der Tschis gsag. LC Peters satt am Kalun für Tau sagen ihn. Tschisklun an Nordfresklun. Die feiter nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe derto, dette, wat de führt auer Leben von der Nordfress sprieg. Und nach 20er Juren skraft die den meisten von sin Ferring stacken, man auch werdenskapig der wat. An do für hiel Nordfresslun. So meint er det Nordfresslun a Urheimat von der Fresken as. Der Fresken von hier, efter Urst an Wasfresslun Tanielsan, an ei amkiert. Nordfresslun is Urheimat von der Fresken. Was meint der Wettenskap, Darling Dito? Das mögen natürlich die Nordfriesen sehr gerne hören und das wollte LC Peters auch gerne nachweisen. Man muss wohl der Wahrheit die Ehre zu geben sagen, dass die wissenschaftlichen Argumente für eine Einwanderung der Friesen hierher so stark sind, und zwar von Archäologen, von Historikern, von Sprachwissenschaftlern wird das eigentlich gleichermaßen heute vertreten, dass nach menschlichem Ermessen man nicht mehr damit rechnen kann, dass Nordfriesland tatsächlich einmal als Urheimat der Friesen, so wie LC Peters das wollte, dann doch noch festgestellt wird. Sind gratzt wach von Nordfresklun, Assatschok Hunburg Nordfriesland, hoi an Masse Wettenskaplied Tupfeit. Achken ehn bis Kraft sind Spezialgebiet und ein Kapitel. Für der Urgeschichte von Nordfresklun wandt Lonje sin Bundesbruder Dr. Alfred Tode von der Albingia und Kiel. Man auch ihre Kontakte sind für LC Peters wichtig. A Freimaurerloge in Hüssem. Es nennt er 120 intreten und wo er in Februar nennt er 133, wo er Fürsitter von der Husumer Freimaurerloge. Und die Freimaurer werden sozusagen ein Feind von der NSDAP. Aber det und Hüssem jetzt nähen Judenjaft, san a Freimaurers ein Stück Judenersatz für Hüssemer Nazis. Man LC Peters hielt auch tor konservative Stahlhelm, an de, weller Nationalsozialisten halt gleichschalte, an altumal una SA auernem. Blut a Freimaurer LC Peters, wels EH, an det bedüret Lonje, und ein Brief von der 21. Februar, 1944, tur NSDAP. Ich erkläre auf Ehrenwort, dass ich ein überzeugter, begeisterter Anhänger Adolf Hitlers und der nationalsozialistischen Bewegung bin. Diese Gesinnung bekunde ich nicht nur in jeder Privatunterhaltung, sondern vor allem auch in meiner Tätigkeit als Beamter, nämlich als Studienrat an der hiesigen Theodor-Storm-Schule. Man wart wieder endlich ergrün, der Zamei Havel. Ja, ich denke,
der eigentliche Grund ist, Diktaturen kört kein kritische Lütbrücken. Blut fjauer mun leder, una jünen jüngtern 100 fjauern döchtig, kunkt der NSDAP jen LCP das för. Doa wird sie M und anderen in Denkzettel verpassen. Und zwar organisiert der Kreisgeschäftsführer der SA, der Gott, hey geht also hin zu ihr Übungsort und sich komm Weller in Zivil und um Klocktein ungefähr sind ja wir ein Freimaurer. Und dann sammeln sich da auch sehr viele Leute, hauptsächlich SA-Leute in Zivil denn eben, nicht so zu erkennen. Und das schallt dann als spontane Abbegehren gegen das Verholen von der Freimaurer so aussehen. Ist natürlich aber lenkt. Ein erschütterndes Dokument, was er dazu aussagt. In der heutigen Nacht, 0.30 Uhr, wurde ich durch einen großen Lärm aus dem Schlafe geschreckt. Große Steine von der Größe eines Kindskopfes waren durch die Scheiben meines Esszimmers geworfen worden und hatten größere Sachbeschädigung verursacht. Als ich ans Fenster trat, sah ich auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig eine laut lärmende Menge. Es wurde gerufen, ich sollte herauskommen. Ich entgegnete mit lauter Stimme durch das zertrümmerte Fenster. Was habe ich denn getan? Leute, nehmt doch Vernunft an. Ihr kennt mich doch alle und so weiter. Das ist wirklich erschütternd, das zu lesen. Und als er denn nun groß in Not ist und auch sagen, was wird ihm und ihm kennen mich doch und was haben wir denn? Dort duckt dann ab Moll der Kreisleiter Hermann Hansen ab, der ist auch Bürgermeister, und sagt dann, oh ja, das geht ja nicht, so was hier passiert. Kommt sie mal mit, wir nehmen sie in Schutz. Und dann wart he in Schutzhaft nach Rathaus führt. Dort in Rathaus ist je auch liegt hier der Polizeigefängnis. Und wo lang ist Else Peters denn in Schutzhaft wegen? Und dann ist sie 2 Tage. Das ist also noch der 20. der Abend, kurz vor Mitternacht wohl. Der nächste Tag wart he verhört von der Staatspolizei, der ist aus Kiel an Fort kommen. Und dann, der übernächste Tag, wart he denn bei der Friedlotten, nachdem he ein Ergebenheitsadress unterschrieben hat. So blafft Lonje nannt Öres Auer, Assam und Privatleben zu Raktutschirm. Man bal, wurde auch als Schulmeister zwangspensioniert. Jüngtern 142 stirft sin Wüff, jüngtern 143 stirft san Erlerdring Arfst, vermisst bis Stalingrad. An der Nationalsozialisten sei, dat jo, a ersten san, wat rocht wat fort fresk an der fresken do. Dat men so go darling noch lied. Man wat so der Werdenskap. Salopp gesagt kann man dazu nur sagen, das ist totaler Quatsch. Die Bemühungen um die friesische Sprache waren in den 20er Jahren enorm groß. Die Nationalsozialisten taten eigentlich alles, um es zurückzudrehen. Friesisch war eine nicht deutsche Sprache, verdiente deshalb keine Förderung. Was sie vielleicht an den oder sicherlich an den Friesen interessierte, das war Folklore, Ausschmücken von nationalsozialistischen Aufmärschen, in dem dort vielleicht auch einige Mädchen in friesischer Tracht zu sehen waren. Die Friesen als Edelgermanen, ja, das passte ins Bild der Nationalsozialisten. Aber ernsthaft für friesische Sprache und Kultur haben sie gerade nichts getan. Was Else Peters noch bleffen als, dit as dat Werk führt Museum un Hüsse, dit Nissenhüs. Dit wurd von auf Madden der dörtiger Juren planet, von an Privatstiftung. Ein Jo hat to Bedingung maget, dit Else Peters Bierplanung von dat Museum de Beweskal. Man Lonje brückt nur dich an Halberfurt Museum, die unner Partei as. Die fällt am san Bundesbruder Fritz Tidelski von der Albingia und Kiel ihn. Tidelski as Parteigenosse, an Wucht von Lonje üs erst Direktor von dat Nissenhüs unstellt. Jo plane det nei Hüsme Öllantup, an jüngtern 107 wöchtig wucht dat Museum inweit. Wann Lonje von der Bahnhof struert, hursame Wünninge insmerden het, wech tanjen as, wich wie ey. Man all für in jüngtern 144 wendet er unan Villa, unan Mönkeweg, bitto Freimaurerloge. Leder skalle unan Öllervilla, jen auer in tanjen wies. All unan Krieg befreit die ham Weller, man von sie neust wirf, as ey völ bekämt.
Üser Krieg ütjas, as Lonje Batta an Arich Übtschisklun an den Nationalsozialisten. His Kraft Stacken so üs. Aus ist das große Theater. Der Nazirausch ist vorbei. Und nun folgt der Riesenkater. Grad jetzt, im wonnigen Mai. Sie hatten den Himmel versprochen und haben die Hölle gebracht. Wir sind nur noch Haut und Knochen und sitzen in finsterer Nacht. Für Lonje kommt das nur zu einem geraden Wachsel und sind lebend. Mit den Thesen sind nicht klar. Ich soll mir los von den Thesen. Wir haben es so trippeliert, das hast du auch. Ja, ja. Haben ja auch verfolgt. Und ich war mit den Thesen und nächsten Monat zu tun. Ich war nur zu den Dänsken. Und hier sah die to zurück zu den Vätern. Just after the Krieg, wir ja so ein Tag, wo am Eintag eh was zu gucken, das nicht wieder mit Schießlung. Und da ist es lieber für Föhlen doch ein Wesen, was nur einen Ring tät, so dass so ein Seed wachselt. Wir müssen daran denken, was er erlebt hat in der Zeit des Nationalsozialismus. Ihm ist ja auch so gut wie kein Beistand geleistet worden, gerade auch nicht aus den Reihen des Nordfriesischen Vereins von seinen alten Freunden, aus den Reihen des Vereins, für den er ja so unendlich viel doch geleistet hatte. Er ist ja auch nach 1945 nicht etwa Däne geworden, sondern er blieb Friese und er meinte nun, dass die friesische Sprache und Kultur wohl in Dänemark am besten gefördert würde. Redest du dir von Meffingen, von den Däns gewesen, von Onkel Lorenz? Ich wiet bloß, dass Onkel Lorenz im Moment, ich skull üben Däns School von der Däns Minderheit und Hüsumgung. Und ich wir so locker, dass ich sag, dass ich wohl. Ich kann nimmer maden. Er just, dass ich tot, ich wir tschiesk. Ich mord ey in so ein Late School gung an ey mit der Öllernmur und in Klasswes. Aber der Däns Minderheit hat zu der Tid und Hüsam ein ganz grad Rolls bellet. An war TLCP das Efter Krieg für Fressag bedüdet? Die Zeit nach 1945 ist ja bisher bedauerlicherweise noch nicht wirklich historisch kritisch untersucht worden. Man kann sicherlich sagen, dass natürlich die nationalen Friesen diesen Mann als einen besonderen Gewinn angesehen haben. Das war natürlich eine Stärkung der eigenen Position, ganz selbstverständlich. Und er hat auch mit seiner Orientierung sicherlich auf eine ganze Reihe von Nordfriesen Einfluss ausgeübt. Und auch dieser Gedanke des Nordfriesischen Instituts, den er gemeinsam mit Albrecht Johansen, Goslar Carstens geboren hat, ist ja sicherlich ganz wesentlich dann geworden. Friesische Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage, egal wie der einzelne Friese nationalpolitisch orientiert ist. Man lungtet bleibt am öfter der Krieg einmal. Er hat Tuberkulose, TB, wird am Zeit, an erster und Aarhus und Hospitalen und Krankenhäus operiert worden, die hier leiden, man ja haben erretten können. Das Penicillin wir ja all abfinden. Man, dass wir well noch eins so weit, dass wir haben halbkürt, die kam zu leben. Was bleibt seine Tochter von Frinja an Bekämpfen? Und hast du dann auch mehr belebt, das erste Abfähren von Ome Petje? Ja, das bin ich hören, 23. Bei der Premiere in 1923 spielt Lonje eine Hauptrolle Salaf. Ein könnte das noch gut spielen? Ein Höde. Und was hat er liegt, der Saat, am der Stack? Ja, an der Jungfrau, die wollen ja alle Messbälle. Und ich suche dann auch die verschiedenen Leute, Hocker-Detzkohl. Oh, das weiß ich noch, die Juren. Simon Eschold. Ja, hat die auch gerade Peters oder ja, sind sie befreit? Die nee, aber so. Hat Peters. Schön. Gott, alle Eltern haben dann mal sie hier lange, so lange wie... Ja, hier wird ja immer kahl, ne? Ja. Dann waren hier wieder noch große Uhr, Leute, hier immer bei dem Bier. Nee, ja, hier hast du auch große Uhr, und hier wollte man 64, ne? Ja, ja. Wenn die dann behoch halten, das war am Eid für Bivier. Dann wird hier immer so ein Tittesken, ihr das Punzen losging. Dann lebt ja
alle drei am B. Bütten oder was wir, ist euch, Onkel Lorenz, ist euch und auch Onkel Jens. Am noch was zu Papier zu bringen. Für die Gemüdeltier, was dann kam. Das wir für mich ein Grathös, mit voll Rümmen, an das wir voll großbürgerlicher uns beäußern. An sind erst Wüff, Mordet Böshall, hat Mord Böshall Frau Dr. Peters wes, an jo hat ein Teensformen. Ich snacke jo bloß hochtschiss mit sein Wüff, ey. Trude. Ich liebe auch, ey, dat Onkel Lorenz dat von jo erwartet, dat jo Fähring snacke könnt. Wir haben voll dir aber tocht mit Brüller, mein Brüller an ich. Der Onkel Lorenz made dir Typ von einem, ja, mordet elegant Stadtwürf. Nur ist der bodenständige Typ. Denn Tante Annelies sind Neustwürf, wie auch ein Smog, ein Elegantwürf. An wat noch blafft, det as sin Werk für Nord Fresklund an sin Färingsdacken. Tausend Dollars. Ja, hätte wir erleben den guten Kerl. Und dann kommen jo noch ein Brief bei du. Wer am wat es schreef? Skink wohl it me. Skink wohl it me de tausend Dollars. Na hore nong zo brokato, brokato, brokato. Na hore nong zo brokato, ihr Lieb is heil und fair. De Yankees, die do lohn kem, ha dolas moorisch ging. Die Führer sei ohne Krieg wir, wots alles war reglich. Van wies lo mei feist helf, a dreit jam skullen se. Jo käft a jelle Bango, gar no mo 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 me. Hier wost, wirklich, wat het erde. An das Thema, wie ja vielleicht just das, was das Lied interessiert, ohne Inflationsziel. Düsenen von jungen Färingen ging nach Amerika. Ja, was war das für Ome Petis dir je? Und ja, was war das bedeutet, um fair zu wesen, wenn das Dollar-Lied zu fair kam, und für einen Dollar hole fair zu kupen, so über das Lied stand. Das war's ja. An dir könnte auch ein, die wird mehr begann. Aber ein Blut dir, der das auch in New York abführt worden. An der Jeffenlien-Theaterstag hat un nur Dialekten aussagt worden als üs ome Petit de Merke, Söring, gib Nordergoß hier, Wieding hier. So als Lorenz Konrad Peters an Ferring, die wenig auer Fähr an grad Bedüdung hat an noch Darling He, für Nordfresslund. Look down, look down, oh lonesome road, before you, travel on. Look up, and see your melon before on, before you go on. Where I'm retelling such a long. Before you travel on.